So, hallo und herzlich willkommen, Leute, zu meiner Minecraft-Welt. So sieht das Ganze hier aus. Die Kollegen hier machen gerade so eine ägyptische Pyramide. Sagt mal hallo. Aber das ist hier links. Ihr müsst auch nicht nur von außen machen. Ja, ihr müsst auf jeden Fall Dings machen, ja? Irgendwie so Fallen beim Reingehen. So. Wenn einer einen falschen Hebel drückt, so fällt er in so ein Loch mit Feuerspießen. Und auf jeden Fall muss da ein Schatz rein, ja? Gold und Silber und so ein Scheiß. Ja, Auto speichern. Komisch, ne? Vorhin ging das mal ratzfatz. So, ich fange mal an, hier meine Welt vorzustellen. Das ist unser gemeinsames Gebäude. Ist ein bisschen durcheinander, weil wir anfangs viele Leute waren und die haben dann irgendwann aufgehört. Hier, das ist das Zimmer von meinem Neffen. Da ist sein Bettchen. Hier ist das Zimmer von Cobra. Da geht's runter in seine private Mine. Das ist das Zimmer von Mr. Wolf. Das ist das Zimmer von Timur. Der hat hier seinen persönlichen Eingang in die Unterwelt. Da ist sein Wauwau. Und hier ist mein Reich. So, das sind meine Hunde hier. Die haben keinen Namen, die heißen einfach Wolf A und Wolf B. So, das sind meine Truhen hier, das sind meine ganzen Schätze. Eine Ledermütze. Bisschen gay, aber. Hier sind meine zwei Gold- und Diamantenklötze. Ich glaube, ich werde krank, ja. Ich habe so eine komische, schwule Stimme hier. So, hier sind meine anderen Schätze. Ja, und hier geht's runter in meine private Achterbahn des Schreckens. Ja, da schnappen wir uns mal so eine Lore. Und zack, geht's auch schon los. Ja. Fahrt in die Unterwelt, da ist ein Blob. Ja, wie das alles hier entstanden ist, das liegt daran, dass ich am Anfang richtig suchtimäßig unterwegs war, um Schätze zu finden. So ist die. Oh. Direkt Zombie und Creeper hier am Start. Der Creeper ist einfach mal so ganz krass in die Lava gesprungen. So, dann wollen wir mal weiterfahren hier. Ja, so ist das Ganze entstanden. Ich habe
irgendwie die Schnauze voll gehabt, dauernd in irgendwelche anderen Minen reinzulatschen und so lange zu graben, bis ich den Weg nicht mehr finde. Deswegen hab ich mir hier überlegt, grabst einfach unter deinem Zimmer. Hier so eine private Mine, wo du auch den Weg mal rausfindest. Ja, das war die Achterbahn hier. Das sind so Gemeinschaftsboxen mit Schrott. Zack. So, das ist die zweite Etage hier. Das ist von Rebel das Zimmer. Der Kollege hier spielt nicht mal mit. Die beiden auch nicht mehr. Schade eigentlich, weil wo ich angefangen habe, Minecraft zu spielen, da war irgendwie jeder Minecraft-Suchti-mäßig unterwegs. Hier ist mein Weizenfeld. Anfangs haben wir hier so einen Pool draus gemacht und dann kam irgendwie noch Weizen dazu und all so ein Kram. Das ist hier die Wildwasserbahn von Timur. Zack. So geht's hoch. So. Ich hatte hier diese roten Felsen aufgestellt, aber und angezündet mit dem Hintergedanken, dass wenn ich mich mal auch links außerhalb von unserem Häuschen mal verirre, dass ich unser Haus dank des Feuers immer wieder sehe, aber soweit baut die Grafik gar nicht auf, deswegen war das hier voller Fail. So, so rutscht man hier runter. Aua. Ja, wenn ich ein Boot hätte, dann wird das Ganze viel schneller gehen, aber habe ich gerade nicht zur Hand. Ja, ist ein bisschen durcheinander hier das Haus, weil irgendwie zig verschiedene Leute hier mitgebaut haben und wieder anders gebaut haben. Das war eigentlich nur provisorisch hier und wir wollten eigentlich immer noch mal eine neue Welt starten, aber irgendwie ist es so geblieben. Ich höre auch dein Skelett. Sniper-Zombie. Wo ist der Penner? Wer hat denn gerade geschossen? Da hat doch irgendein Zombie geschossen. Habt ihr den eingesperrt? Der schießt die ganze Zeit. Siehst du? Wo ist der? Wo ist der? Lass mich rein, lass mich rein. Komm her, du Penner. Oh. Quickscope, Sadeis. Oh. Ey, da war eine ganze Gang da unten. Aber ich glaube, ich habe alle erwischt. Pech für dich, würde ich mal sagen. Alles meins, alles meins. Zack. Ja, ist frei. Hier schießt immer noch einer. Guck dir den an, Alter. Ey. Komm her, du Penner, Alter.
Ey. Ey, gib mir meine Sachen zurück, ja. Lasst mich raus. Ey, gib mir meine Sachen zurück, ja. Du, du bist mit nichts reingekommen, du gehst mit nichts wieder raus, ja. Das ist nun mal. Jeder muss sich seine Sachen verdienen, ja? Hier wird nichts geklaut aus irgendwelchen Kisten. Ach, ey. Ich weiß, wie ich rauskomme, aber ich weiß nicht, wie du hier rauskommst. Zack. Oh, es wird dunkel, Fatih. Viel Spaß. Erstmal die Klamotten von Fatih hier in meine Kiste rein. Ich pack die hier im Haus in die Gemeinschaftskiste, ja? Meine Klamotten. Was du wollen? Wollen Leute kaufen? Ey, Vati, schlag mich mal. Komm, trau dich. Zwei, ja, der eine ist verbrannt da unten. Drei, nee, drei hatte ich. Zwei habe ich noch. Da unten war ein Zombie. Und dann hat er mich angegriffen, sind die drei hier runtergesprungen. Ich hatte den Zombie aber schon getötet. Ich bin wieder hochgegangen. Ich höre die ganze Zeit meine Hunde quietschen. Ich so, ey, was ist? Ich habe die gar nicht gesehen, dass sie da unten sind. Ich komme runter, alle drei am Brennen. Ja, ne? Schwarzer Teppich. Voll blöd eigentlich. Wir haben voll das Riesenhaus Dings gebaut. Aber irgendwie hat jeder so ein kleines, winziges Zimmer. Naja, hier ist ein ungenützter Raum. Wir müssen mal hier so eine Couch und so einen Scheiß machen. Was für eine Truhe. Willst du eine Pilzsuppe, Fatih? Hier, probier mal. Da brauchst du kein Schwein essen. Weil da drunter vorher irgendwas anderes war, glaube ich. Ich suche mal draußen ein bisschen Action hier. Zombies, wo seid ihr? Ein Schwein. Oh. Sniper-Zombies hier. Oh, Creeper. Boah, ey. Peace out. Da waren fünf oder sechs Creeper ja draußen. Ja. Sammelt da eiskalt alles ein, ja? Ja, mit den Sachen. Hier waren gerade voll viele Creeper, ja? Da kommt dann einer.